In Deutschland erscheint der Film Percy Jackson im Bann des Zyklopen neben den Standardauflagen auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D auch, wie von Fox gewohnt, in einem limitierten Blu-ray plus Blu-ray 3D Steelbook. Das präsentiert sich wie auch die letzten Titel wieder mit einem magnetischen Lenticular 3D Cover und zum allerersten Mal für Fox auch mit einer Ultraviolett Digital Copy. Trotzdem habe ich mir diesmal ausnahmsweise nicht die deutsche Steelbook-Version geholt, sondern die britische. Die sieht komplett anders aus als die deutsche Version, bietet zum Beispiel kein magnetisches 3D Lenticular Cover. Dafür allerdings erscheint in England auch der erste Teil als Neuauflage im limitierten Steelbook. Und für mich als Sammler war es dann doch ein größerer Anreiz, beide Teile im hoffentlich einheitlichen Design im Regal zu haben. Jetzt ist zumindest einmal das Steelbook des zweiten Teils Percy Jackson Sea of Monsters bei mir gelandet und das möchte ich euch daher im heutigen Video einmal näher vorstellen. Wie bereits erwähnt, bietet das britische Steelbook zu Percy Jackson Sea of Monsters im Gegensatz zum deutschen Counterpart kein magnetisches 3D Lenticular Cover, enthält allerdings trotzdem auch die Blu-ray 3D. Stattdessen bekommt das Teil eine Art Pappschuber, der auf dem Frontcover eine kleine Banderole ist, die das Cover Artwork des Steelbooks grundsätzlich fortsetzt und natürlich das Blu-ray 3D und die Freigabesymbole enthält und dann auf dem Backcover sämtliche technischen Informationen und so weiter. Bevor wir zum Steelbook an sich kommen, schauen wir uns das einmal gleich an. Wir haben hier die Inhaltsangabe, Filmbilder, die technischen Details, Cast and Crew Informationen und so weiter, sowie natürlich gleich an der Stelle wieder den Hinweis, dass das Steelbook keinen deutschen Ton bietet. Schieben wir das Steelbook aus dieser Pappbanderole, die übrigens im Gegensatz zu den aktuellen britischen Disney Steelbooks unten nicht geschlossen ist, dafür allerdings abgerundete Ecken hat, was meiner Meinung nach ebenfalls sehr gut zu dem Steelbook passt. Das Frontcover-Artwork des Steelbooks gefällt mir eigentlich relativ gut. Das Einzige, wenn wir uns dieses Flugpferd unten anschauen, sehen wir allerdings, dass beim unteren Teil des Kopfes sowie beim Hals wieder einmal diese matte Grundierung nicht 100% perfekt hinhaut, was irgendwie einen unschönen Strich und eine Kontur ergibt, wie damals beispielsweise bei den frühen Green- und Bluescreen-Effekten bei Filmen wie Indiana Jones. Drehen wir und bewegen wir dieses Steelbook, sehen wir, dass sich das an einigen Stellen diesen metallischen Effekt relativ gut zunutze macht. Vor allem bei dem Schwert in der Mitte des Steelbooks und bei dem Filmtitel sieht das, finde ich, sehr, sehr cool aus. Das Gesicht an sich ist matt und ohne den Metallic-Effekt auf das Steelbook gedruckt, bis auf den Haaransatz, was meiner Meinung nach allerdings irgendwie mehr störend als gut aussieht. Kommen wir zum Backcover, da sehen wir dann unsere Hauptcharaktere des Films und das in einem Bild, das meiner Meinung nach für Steelbook wirklich hervorragend aufbereitet wurde. Die drei Charaktere bieten matte Grundierung und lassen den Metallic-Effekt nicht zu, dafür allerdings die blauen Elemente im Hintergrund sehr wohl. Einzelne weiße Elemente sind zum Teil halbdurchlässig, zum Teil nicht durchlässig, allerdings bemerkt man, wenn man das bewegt, dass die irgendwie die Farbe verändern, wenn man das Steelbook dreht, was etwas seltsam aussieht. Trotzdem kann man, wenn man sich das Steelbook so im Gesamten ansieht, bemerken, dass dieses überwiegend bläuliche Design dann doch irgendwie relativ cool aussieht. Öffnen wir das Steelbook, bekommen wir im Inneren einerseits etwas Werbung zu den Percy Jackson Büchern, sowie den Code für die britische Ultraviolett-Copy des Films und dann auf der rechten Seite die beiden Discs. Einerseits die Standard Blu-ray und dann bei mir drunter, weil ich noch kein entsprechendes Abspielequipment habe, die Blu-ray 3D. Haben wir beide Discs entfernt, sehen wir das Innendesign des Steelbooks, das grundsätzlich eine Hochglanzfinish aufweist und dafür allerdings an keiner Stelle auch nur ansatzweise irgendwie mit diesem metallischen Steelbook-Effekt arbeitet. Dafür allerdings ein
Monster in, muss ich ehrlich gesagt sagen, meiner Meinung nach relativ schlechter Qualität bietet. Man hat irgendwie den Eindruck, dass es sich dabei um einen Filmausschnitt von einer Szene in schneller Bewegung handelt, mit dem Verwischeffekt unter anderem bei dem Arm des Monsters, allerdings auch mit nicht wahnsinnig vielen Details, bei Percy Jackson auf dieser sich bewegenden Plattform, was meiner Meinung nach insgesamt zwar ein Motiv ist, das aus größerer Entfernung relativ cool aussieht, dass man sich allerdings vielleicht nicht unbedingt aus der Nähe anschauen sollte. Einen Vorteil hat das britische Percy Jackson Sea of Monsters Steelbook auf jeden Fall. Es ist billiger als die deutsche Version. Damit hört sich's meiner Meinung nach mit den Vorteilen allerdings schon wieder auf. Für einige dürfte allein schon ein Ausschlussgrund sein, dass die britische Version des Films keinen deutschen Ton bietet. Außerdem muss ich zugeben, dass mir persönlich das magnetische 3D-Lenticular-Cover der deutschen Fassung deutlich besser gefällt. Außerdem bin ich ein Fan der Ultraviolett Digital Copies, die Fox mit diesem Film jetzt auch in Deutschland nutzt und die bei Importversionen dann einfach nicht funktionieren. Und finde ich auf dem Tablet schon relativ praktisch sind. Würde man mich also jetzt fragen, welches Steelbook von Percy Jackson ich mir entweder ein zweites Mal oder eben jetzt neu holen würde, müsste ich mich jetzt entscheiden, würde die Wahl definitiv auf das deutsche Steelbook fallen. So habe ich mit der britischen Ausgabe ein Sammlerstück im Regal, das ich zwar nicht hässlich finde, das mich allerdings vom Design her weder außen noch innen auch nur ansatzweise aus den Socken haut. Wer nach diesem Video sagt, dass ihm die deutsche Version wesentlich schlechter gefällt als die britische, der kann natürlich gerne zum UK-Steelbook greifen. Alle anderen sind meiner Meinung nach definitiv mit dem deutschen Steelbook besser bedient.